Na gut. Gibt es irgendwo wieder was zum Abbauen? Da. Na? So. Haben wir das? Ach du meine Güte. Ach nee. Das sieht bloß... ich dachte gerade... Nee, das sieht bloß so aus, weil es so nah dran war. Da hinten liegt noch was. Das holen wir uns auch. Das sind doch auch schon die Ruinen. So, Zitronenstein. Auch nicht schlecht. Okay. Satorl-Raub. Nö. Ein Satorl-Raub. Okay. Oh mein Gott. Verdammt. Das war blöd. Mauk Schleusentor. Ich dachte, das wäre Meerwasser hier unten. So, da vorne haben wir wieder einmal Handshaking. Gleich mal ausprobieren, da muss ich sowieso reden. Ist es denn? I'm still good to go. Ach, ist wieder da oben. Komm ich denn? Ah. Moment. Hier. Okay, kann ich noch nicht führen. Müssen wir später nochmal kommen. So, jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein fetter Bossfight, den ich nicht schaffe. The upper regions are through that entrance. You gotta go through Magna Forest first. Prison Island is at the Bionis Head, just above Magna Forest. It pains me to say it, but this is the point where I turn back. I must see to the survivors, and I'm also very concerned about Colony 9. I understand. Thank you for everything. I might have said a few things I shouldn't have back in the mine. Forgive me. No, it's okay. I owe you my life, young man. I'll never forget it, heir to the Monado. Medic, will you stay with them? I want to help Shulk. The Mekon must pay for what they did. And I'm sure Gaddo is still alive somewhere. If he is, I have to find him. Find him for me too. Good luck. Sharla, I want to go with the Tharon. Are you sure? Yeah. I've never seen anything cooler than Shulk smashing Mekon with the Monado. But I'm just slowing you down. No way, kid. You just need to shape up like me. It's okay. I've made up my mind. Compared to you guys, I know I'm pretty useless. But that's cool. Because I know what I can do. I'm gonna go back to the colony and help the survivors rebuild their lives. You'll do us proud, kid. Good luck, Juju. Thanks. Shulk, Ryan. Keep Sharla safe for me. Dixon, are you leaving too? The Mekon may be gone from Colony 6 now, but that doesn't mean we've seen the last of them. When they launch another attack, and they will, Colony 9's gonna need my help. Yeah. I guess you're really needed at the colony. This ain't the last you'll see of me. You should be all right for now. Look after the Monado. You can bet on it. We won't let the colony down. You'll make us proud, Shulk. You, on the other hand, need to buck up your ideas. How else are you gonna protect Shulk? Thanks for the heads up, Dixon. Good luck. See ya. Okay, irgendwie verlassen mich gerade alle. Hm. Can't say I feel so good about deceiving these kids. What's that you say? Oh, just mumbling. Forget I said anything. Dann Ben wird mir doch keinen Scheiß erzählt haben.
Hey, das ist vollkommen in Ordnung so. Wiederaufbau von Kolonie 6. Juju möchte die zerstörte Kolonie 6 wieder aufbauen. Vielleicht kannst du ihm behilflich sein. Schau doch in der Kolonie 6 vorbei, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Werde ich machen. Huch. Hom Hom? Hier? Wow. Gibt hier viele alte Ruinen von Horentia. Sucht ihr seltene Sachen, um woanders teuer zu verkaufen? Was? Ihr wollt zu Oberkörper von Bionis? Kann helfen, sogar umsonst. Um hochzukommen, muss man Horentia-Initiationsritus machen. War früher Prüfung für Horentia-Männer vor Erwachsenwerden. Erst müsst ihr 4 Dingsbumse überall in Sartor suchen. Die gehören auf Emblem, dort vor steinernen Schwestern. Na, dann könnt ihr nach oben. Keine andere Möglichkeit. Gefährlich, also aufpassen. Okay. Wenn 4 Zeichen der Reife benötigt, suche im Sumpf von Saturn nach ihnen, um den Ritus durchführen zu können. Hab was vergessen, bei Händlern von Nob und AG könnt ihr Sachen für Reise kaufen. Okay, es wird mir sogar auf der Karte angezeigt. Dann werden wir das doch gleich mal machen. Oder gehen wir nach Kolonie 6? Hatte ich das Ding jetzt aktiviert eigentlich? Doch muss ich eigentlich, ne? Ja, ich hoffe mal, es hat funktioniert. So, jetzt werde ich nochmal schnell auf die Karte gucken. Ich glaube, wir gehen nämlich vorher tatsächlich einmal... Also da ist 1, 2, 3... What? 1, 2, 3, 4, okay. Und ich bin da oben. Hinten weitergehen. So. Transportweg, Nebelweg, Wachturmkreuzung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo überhaupt Kolonie 6 ist. Oder ist das komplette... Ach, hier vielleicht, ne? Wir werden es mal probieren. So. Wachturmkreuzung. Wir müssen, glaube ich, da... Ja, genau. Oh Gott. Ihr seid nicht aggressiv, ihr habt nur mal Glück gehabt. So, ich war aber glaube noch gar nicht drin, ne? Hier in Kolonie 6. Oder doch? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee, aber normalerweise nicht, sonst hätte ich da bestimmt auch schon direkt einen Wegpunkt gehabt. Oh. Dasan, großes Problem. Wenn Dasan nicht Ding zurückbekommt, dann sehr, sehr schlimm. Oh, ihr da, hört Dasan zu, ja? Igler haben Lizenz der Nuppon AG geklaut. Dasa kann nicht handeln ohne Lizenz. Das hört sich nicht gut an. Das ist in der Tat ein Problem. Dasa weiß nicht mehr weiter. Holt ihr Lizenz zurück? Könnt Dasa helfen? Wie konnten die Igler denn an deine Lizenz gelangen? Dasa war ganz kurz abgelenkt und Igler haben zugeschnappt. Lizenz glänzt so schön. Iglern gefällt das. Er hilft Dasa, oder? Dasa sonst total verzweifelt.
Finde eine Noppon-Münze in der Nähe des Stachelwegs von Kolonie 6. Ihr helft da sehr echt. Danke, Poon. Bekommt auch tolle Belohnung danach. Versprochen. Gut, ich kümmere mich drum. So, eigentlich wollte ich das ja nicht. Sondern wollte hier rein. Das ist doch Kolonie. Ja, muss ja. Ich weiß ja, warum ich hier noch nicht war. Oh. Einmal hier hoch. Frontalangriff war ja schlecht, deswegen sind wir durch die Kanalisation. Und deswegen war ich hier noch nicht oben. Hoffnungsfelder, ist na wohl schön. Das nehmen wir mit. Na. Und das hier nehmen wir mit. Na komm. So, da war jetzt... Nein. Da war jetzt eins. Das kann ich leider noch nicht führen. Wie immer. Was soll ich sagen? Scheiße. Geht auch noch nicht. Springen will er auch nicht. Eieieiei. Hab ich aber ein Pech heute. So. Kolonie 6 Haupttor. Wusste ich's doch. Da ist auch schon mein kleiner... Nee. Oderon. Wir wollen Kolonie 6 wieder zu altem Glanz verhelfen. Alle Flüchtlinge sollen aus dem Lager in die Kolonie übersiedeln. Aber auf der Raguel-Brücke treiben sich Monster herum. An einem Überqueren der Brücke ist derzeit nicht zu denken. Das hört sich nicht gut an. Das können wir nicht einfach die Augen verschließen. Ja, wir müssen etwas unternehmen. Wir benötigen diese Brücke dringend. Sie ist die einzige Möglichkeit, die Leute sicher hierher zu bringen. So wie die Lage jetzt ist, können wir die Umsiedlung vergessen. Es sei denn, ihr beseitigt die Brücke von Monstern für uns. Raguel-Brücke. Habt Dank, mir fällt ein Stein von Herzen. Sichert für uns die Brücke. Wenn nicht, wenn ihr das getan habt, sagt Juju im Lager Bescheid. Ich werde hier auf euch warten. Sobald alle zurück sind, können wir mit dem Aufbau beginnen. Ich zähle auf euch. Gut, ich kümmere mich darum. Jetzt muss ich nur ernsthaft gucken. Bein des Biones. Raguel-Brücke. Machen wir doch schnell. Ja gut, vielleicht werde ich doch noch die ein oder andere Nebenquest on-screen machen. Gott, die sind Level 30. Und dann gleich so viele. Ach du meine Güte. Das könnte jetzt tatsächlich schwierig werden. Boah, Leute, draufhauen, kommt schon. Nein, nein, wir sind noch nicht fertig, Leute. Ich bin tot. Das ist natürlich doof. Okay, wir sind Level 30. Wir werden es einfach gleich nochmal probieren. Ein nach dem anderen. Irgendwann sind sie alle gefallen. Draufhauen, Leute. Draufhauen. Ich weiß, ich kann das auch irgendwie einstellen. Dass wir alle auf einen draufhauen. Ich weiß, wusste nicht mehr wie. Wo ist er denn? Da. Haut mal da drauf, Leute. Na komm. Nee, das hebe ich mir auf für gleich. So. Let's stay focused. Let's not lose our heads, though. Okay. Drei haben wir schon besiegt. Jetzt warten wir kurz, bis Dunman wieder aufgeladen ist. Und der andere natürlich auch. So. Und... Nein, das geht noch nicht.
Es sind schon wieder viel zu viele Gegner. Shit, 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 shit. Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. BTF. Oh. Du kleines Drecksviech. Nix seitens schlagen. Ach, das tötet mich nicht. Das ist gerade egal. Wegrennen funktioniert auch manchmal ganz gut. Ich bin schon wieder tot, ne? Von euch kann keiner wiederbeleben, was schlecht ist. Ah, oder? Doch, doch geht's. So Leute, komm, den schaffen wir auch noch. Das ist der letzte. Ja, du siehst es. Oh. Okay, ich muss dich warnen. This is not good. Okay, Shulk, got it. We need your strength. Habe ich dich gewarnt? We can definitely do this. Electric Shockbuster. I have to protect everyone. Das war blöd. BTF? Nein, nein, nein. Doch, doch. Leute. Wo ist der andere? Da ist der andere. Okay, ich habe nicht genug. Ich bin auch tot. Und du auch. Mein Gott, noch zwei Viecher. Das gibt's doch nicht. Ach, die sind wieder alle da. Okay, Leute. Ich muss, ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Müssen wir doch nochmal verschieben. Dann werden wir nochmal ganz kurz probieren. Da vielleicht ein, zwei Dinger noch zu kriegen, bevor ich Aufnahmepause mache. Und eventuell ein bisschen leveln, wer weiß. So, also hier hinten war irgendwo was. Wenn ich das richtig gesehen habe, wo sind meine Leute? Da sind meine Leute. Okay. Mein Gott, Xenoblade Chronicles, wenn du doch nur ein bisschen bessere Grafik hättest, würdest du bestimmt richtig, richtig geil aussehen können. Schalenhöhle. Aber so geht es natürlich nicht. Stumpfleder. Level 26. Okay. Ah, nein, ich bin gefallen. Wo bin ich? Da bin ich. Na? Alter. Mega krasses Viech. So. Nein, nicht drin. Zack. Komm, die sind bis 25. Kriegen wir mal Platz kriegen, das Viech hier. Also gar kein Problem, ne? Aber trotzdem. Au. So. Ja, ich bin schon wieder abgelenkt, weil ich denke, meine Leute rennen wieder irgendwo anders hin, wo sie gar nicht hingehen sollen. So, das ist Level 27. Ein Level unter mir. Sollte eigentlich aber auch kein Problem sein. Oder vielleicht auch doch. Wer weiß das schon. Ja, ja, ja. Nein. So. Leute, draufhauen, kommt schon. Auf geht's. Zack. Hopp, hopp.
So. Heile ich mal eben schnell. Fucking Level 27er Viech. Ich werde dich doch wohl platt kriegen, ey. Was geht denn jetzt ab? Das ist so ein fucking kleines. Hey, das ist der gleich. Ach, das ist nur das Bild von. This is not good. Okay. Keep your stinking future. The future is ours to decide. The future is changing. Yeah, that was so nice. Sehr gut. Ach, er rennt schon gleich zum nächsten. Lobenswert, lobenswert. Ja, Chain Attack. Oder auch nicht. Doch, aber war unnötig. Naja. Gott, da oben ist das Ding. Wie komme ich denn da hoch? Wenn mir das mega fette Viech im Weg ist. Und sag mir nicht, ich muss das vorher besiegen, Alter. Das Viech ist über Level 80. Da muss ich ja einiges platt machen. Komm schon. Bam. Druffhauer, Druffhauer. Bin ich denn schon wieder? Können wir nicht wieder alle auf ein Viech draufhauen? Wie mache ich denn das? Verdammt. Ah, hier. Einfach B. Und dann kann ich die kommandieren. Kommt schon, Leute. Das Viech ist nur Level 25. Gehen wir hin. Weiter, weiter, weiter. Nicht müde werden. Kenn ich schon wieder. Nee, ne? Komm schon. Danke. Not even a challenge. Will der Fuzzi mich verarschen? Das ist doch auch wieder ein Level 84er Viech, Leute. Guckt euch das mal an, ey. Gott sei Dank sind die nicht aggressiv. Hoffe ich zumindest. Das wäre ein bisschen hart, ne? So, Spektralleuchtstein. Das zweite ist wohl da hinten. Au! Nee. Ist die Frage... Ah. Durch den Minigang. Nee, da bin ich doch reingekommen. Oder ist da oben irgendwas? Moment. Moment. Nee. Das muss da drin sein. Was mir nichts bringt, weil ich bin ja da runtergefallen. Ich komme da gar nicht mehr hoch. So, Leute, wehe, ihr greift das Viech an. Ich töte euch. Es greift uns nicht an, also machen wir dem Viech auch nichts. Nee, muss es da hinten, muss ich irgendwo wieder zurückkommen. Hoffe ich. Aber anders geht's ja auch gar nicht. Was sind das? Ja, das Ausrufezeichen ist ja ganz anders. Ich will ja das hier. Wobei mir das hier hochgehen nichts bringt. Okay. Dann bin ich verwirrt. Ich folge einfach mal dem Weg.
Oder hab. Moment. Nee, das kann aber auch nicht sein. Die Karte muss ich irgendwie schneller aufrufen können. Müsste ich. Nee, gibt's keinen anderen Weg. Habe ich's vergeigt. Aber ich bin doch wieder rausgekommen. Wo ganz anders hingekommen. Und wir gehen jetzt einfach mal da nach hinten. Ah, Riesenviecher. Gegen die ich nie kämpfen will. Wenn möglich. Fuck. So. Weiß der Geier, was das ist? Gut, ich weiß, was es ist. Geht's denn hier lang? Überall so mini-versteckte Wege. Das hatte ich auch schon am Bein des Bionis. Da ist ein rotes Ausrufezeichen. Das heißt eigentlich aber nichts Gutes. So, ja, ich brauche den Schlüssel für die Festung. Da war doch was. Ah, nein! Au! Au, okay. Wir haben es überlebt, Leute. Ah, nicht darunter springen. Dann ist das rote... Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich sogar dadurch. Dunkelmoor. Ja, das ist schlecht. Sehr schlecht. Da wir ja wissen, dass das Schaden macht. Haha. Muss einfach, eigentlich einfach nur schnell genug sein. Ich brauche den richtigen Punkt. Damit der Weg nicht allzu lang ist. Also auf der Map war das rote Ausrufezeichen, nicht das in dem Rahmen, sondern das normale. Fuck, und da ist natürlich gleich ein Gegner. Ja, das geht noch. Ja, das geht noch. Gar kein Problem, Leute. So, jetzt aber. Was macht denn ihr da hinten? Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt doch einen an der Klatsche, ihr könnt mich alle mal. Okay. Oh oh, nix. Oh, jetzt ist da noch so ein... Das darf doch nicht wahr sein. Los, Leute. Schnell. Oh mein Gott. So, das ist einmal. Dann haben wir dich noch. Der Nebelroger. Autsch. Ich halte mich vorsichtshalber mal. So. So. Okay, here we go. Here we go again. Ryan. Yeah. Ryan time. Dunban. Here I come. So. Dunban, das war schade. Totally. Ich habe irgendwas erledigt und ich habe keine Ahnung was. Aber egal. Das sind alle drei Rogelkämme. Nun sollten sie die Brücke reparieren können. Außerdem können sie jetzt auch endlich die Ruinen erforschen. Ist das nicht aufregend?
Okay, verwirrend, wenn man nicht weiß, was der meint. So, wir müssen immer noch eins weiter. Sind wir voll aufgeladen? Ich hoffe mal. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Oh nein. Na gut. Bam, 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 bam. Boom. Zack. Na komm. Geht schon wieder viel zu weit weg vom Gegner. Und merk's nicht. So. Zack. Komm schon. Ah, da kommt es angeblich auch noch. Haut drauf, komm. Oder nicht von dem Viech. Nix. The future is ours to decide. Ah. Okay. Irgendwie. Ich wollte gerade sagen. Irgendwas ist mit uns nicht klar. Komm schon. Komm schon. Oh oh. Ja? Alles klar, machen wir. Einmal. Das. Moment. So, da bin ich schon wieder. Ich habe gerade erfahren, dass ich weg muss. Real Life ruft. Achso, ja. Aber natürlich. Das war's schon. Ja, natürlich haben wir es getan. So. Ja, Real Life ruft, aber ich. Shit. Mach das noch schnell fertig. Nein. Ich werde jetzt aber gleich nach dem Kampf speichern. Wobei wir vielleicht noch. Ja, hab ich ja noch. So, Levelanstieg. Sehr gut. Noch eine Harmoniemünze. Perfekt. Wo waren das jetzt? Da gehen wir rüber. Und hopp. Au, 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 au. Gut, ich dachte, es wäre eine Leiter. Aber das ist bloß ein Ätherkristall. Ein Erdkristall. Ein Riesenerdkristall. So, alles meins. Wunderbar. Das letzte werden wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge holen. In der nächsten Session. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt dann doch mal ein paar Missionen so spiele. Also wenn wir nicht wieder an der Stelle weitermachen, wundert euch nicht. Ja, ich wünsche euch viel Glück. Mir auch. Bis dahin. Bleibt dran. Ne, wir. Ach, ich vergesse meine Phrase immer. Achso, ja. Bis dahin, bleibt dran. Ach, verdammt, hab ich wieder vergessen. Moment. Bleibt dran, bis dann. Ciao, ihr Zombies. Ja, sehr gut. Tschüss.